Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Jetzt an neuem Ort, nicht mehr im PZN, sondern jetzt im Vorfelder. Da waren wir jetzt schon ein paar Mal. Das finden wir eigentlich auch einen ganz schönen Rahmen. Und das hat ja schon Tradition, dass ich beim Mastertreffen so ein bisschen sage oder erzähle, was am ISB alles so passiert. Ich habe auch wie immer meine 60 Folien dabei, die ich jetzt euch gleich zeige. Nein, ich mache es so, wir haben so gesagt, so 20 Minuten, die damit gefüllt sein sollen, dass ich euch so ein kleines Update gebe, was wir gerade alles am ISB betreiben. Das ist schon immer so eine Frage für mich, was passt da rein in diese 20 Minuten, was ja, hat auch Gehalt für euch, was wollen wir euch zeigen. Ich fange nochmal mit diesen drei Säulen an, die vielleicht oder die vermutlich die meisten von euch kennen. Das sind diese drei großen Bereiche, die als strategische Säulen sich für uns sehr bewährt haben. Wir haben die ja in 2016 so als Grundlage unserer Website genommen. Und so entlang dieser drei Bereiche will ich euch so durchführen durch diese Neuerungen oder die Entwicklung, die wir am ISB betreiben. Petra, siehst du ausreichend gut? Das ist einmal unser Kerngeschäft, unsere Curricula, unser Lernort ISB als Professionalisierungsinstitut. Das sind andererseits die Netzwerkaktivitäten als Netzwerkorganisation und diese dritte Säule, die Entwicklungswerkstatt, so welche thematischen Themen, welche Konzepte oder Modelle entwickeln wir gerade weiter oder entwickeln sie neu. Die drei Bereiche sind so zu unserer Hauptnavigation ja geworden, das kennt ihr, über die wir vieles einfach gut handeln und gut sortieren können. Und ich fange mit einer Sache an, die jetzt mehr im Bereich Entwickeln liegt, die mich auch gerade sehr begeistert und die wahrscheinlich auch das ein oder andere Seufzen erleichtern werden auf eurer Seite. Das ist nämlich diese ganze digitale Welt, mit der bearbeiten wir gerade sehr intensiv auf der Ebene, wie können wir eigentlich das, was wir an verschiedenen Stellen digital schon anbieten, vereinen. Bislang war das einerseits das Netzwerk, was ihr kennt, die Netzwerk-Mails, die tagtäglich über den Mailverteiler laufen und rauschen, für manche sehr viel. Das ist das andere, das blaue Feld, das ist der digitale Seminarordner, also unseren ISB Campus, den wir vor 3 Jahren ins Leben gerufen haben, wo wir die Teilnehmer mit einer Lernplattform und einem Lernraum im Digitalen versorgen, vor allem die, die jetzt vor 2 Jahren und später die Curricula begonnen haben. Und es ist dieser Teil, den wir jetzt hier mal so ISB Tools genannt haben, also im Grunde der Download-Bereich, über den wir ja ganz viele Sachen Open-Source-mäßig zur Verfügung stellen. Und ihr habt das wahrscheinlich selbst erlebt, das sind so doch einige Plattformen, man kommt auch durcheinander, wo liegt jetzt eigentlich was und wie funktioniert was. Und da arbeiten wir gerade dran, dieses Sammelsurium zu vereinen. Und das finde ich richtig klasse, weil uns das, glaube ich, nochmal einen richtigen Sprung nach vorne bringt, was diese digitale Welt betrifft. Also das heißt, wir haben einmal das Netzwerkforum. Das ist jetzt die Forumsansicht. Das ist im Grunde die Basis dafür, was tagtäglich über den ISB-Netzwerkverteiler läuft. Wir haben den Campus, den auch die meisten von euch kennen werden. Die Download. Hallo, Herbert. Also unsere Lernplattform als zweiter Bereich und wir haben unsere öffentliche Website mit dem Download-Bereich, der ja dann unterteilt ist in die verschiedenen Medien. Und darüber bauen wir gerade eine Gesamtplattform. Also das heißt, es wird in Zukunft, das ist jetzt noch der Scribble von unserem Whiteboard, da haben wir noch keinen Skin, also noch keine Oberfläche entwickelt, aber wir werden das alles unter ein Dach zusammenführen. Das heißt, es gibt in Zukunft nur noch eine Plattform, auf die ihr gehen könnt und dort findet ihr alles gesammelt. Also einmal das Netzwerkforum oben links, also die Archivmöglichkeit in den Netzwerkmails auch zu stöbern. Dann den Campus, der bislang Campus hieß, also die Bibliothek mit Schriften, mit Videos, mit didaktischem Material für euch als Netzwerker und Master, also wirklich bis runter in die Formate. Dann gibt es einen eigenen Bibliotheksbereich, das zeige ich euch gleich noch, in dem man eigene Suchen zusammenstellen kann, dort ablegen kann, speichern kann, also eigene Merklisten erstellen kann. Und es gibt diesen Ausbildungsbereich, der
im Grunde die laufenden Ausbildungskandidaten mit den Materialien versorgt, die in den Curricula verteilt werden, also die bisherige Campus-Funktion. Und dort kann man auch die Nutzerdaten und Ähnliches pflegen. Also es gibt dann sozusagen nur noch einen Anmeldevorgang und einen Ort, auf dem man alles findet. Das mag für den einen oder anderen banal klingen, aber für uns ist das eine ziemliche Herausforderung, weil da 3, 4 Systeme dahinter hängen. Und jetzt haben wir nur noch einen Benutzerstamm, das ist technisch gesprochen von großem Vorteil und. Also da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die für uns dann schon anspruchsvoll sind, technisch und redaktionell. Aber da haben wir gerade einen großen Fortschritt gemacht und werden das dann vielleicht ja, so bis Mitte des Jahres nächstes Jahr in Betrieb nehmen. Also alles an einem Ort. Halt, jetzt alles an einem Ort. Es gibt die Möglichkeit eben zu stöbern an verschiedenen Stellen in verschiedenen Medien, das didaktische Material zu suchen. Wir verschlagworten jedes Dokument momentan, also so dass man auch die Suche besser als im Bibliotheksbereich, was ja immer so ein Thema war, besser findet. Wir hatten das ja hier auch in dem Kreis immer wieder mal angesprochen oder diskutiert. Es gibt verschiedene Zugangsberechtigungen. Ihr als Netzwerker und Master habt natürlich den größten. Es gibt dann auch den sogenannten Gastzugang, wo man dann einfach nur einen gewissen Teil unseres Materials finden wird. Genau, und es gibt so ein paar neue Features. Das ist diese eigenen Merklisten. Also man kann sich Sachen zusammensuchen, als ZIP runterladen, dort aber auch zur Verfügung stellen und teilen, also veröffentlichen. Die Merklisten können von anderen eingesehen werden. Also man kann auch sagen, guck mal, da habe ich mir was zusammengestellt zu dem Thema Change-Architektur. Da kannst du mal in meine Sammlung reingucken und die vielleicht auch verwenden. Es gibt Empfehlungen von uns, also das, was bislang die Themenkörbe waren, dass wir bestimmte Dinge in einen Korb packen und sagen, das ist mal eine Vorauswahl zum Thema Persönlichkeit. Da gibt es einen Text, da gibt es ein Audio, da gibt es vielleicht noch 2, 3 Handouts oder Übungen, also von uns vorkonfektionierte Dinge. Das, was man bei Amazon kennt, dazu passt auch so in dieser Idee. Und es gibt einfach eine viel, viel komfortablere Suche in diesem ganzen Material und die Möglichkeit, die Dinge dann zur Verfügung zu stellen in dem Kreis, ist auch dann, also soll wesentlich einfacher sein. Also da dürft ihr euch, ja ich sage jetzt mal, drauf freuen, weil das für uns einen echten Sprung ist und wir haben da lange mit gerungen, auch was machen wir mit dem alten Netzwerkforum, das ja auf einer alten Technologie basiert, was immer noch trägt von der Funktionalität, dass man eben nirgends hin muss, sondern dass man beliefert wird. Und das behalten wir auch bei. Also, und dann gibt es eben ein paar andere Sachen. Ja, so als ein großer Bereich. Dann gehen wir mal auf das, was wir Neues machen im Curriculumsbereich. Jetzt sind wir in diesem Bereich professionalisieren. Das habt ihr eigentlich alles schon lesen können. Ich sage das jetzt mal so, ich weiß, dass man auch nicht immer alles mitkriegt und auch nicht immer alles aufnehmen kann, aber so als Zusammenfassung spielen wir das natürlich auch über unsere Kanäle. Das eine ist, was oben steht, ein internationales Curriculum. Also für uns war ja immer auch die Frage der Internationalisierung ein Thema. Und da bereiten wir gerade ein Curriculum vor mit einem indischen Kollegen, dem Geethan, einem TA-Kollegen ursprünglich von Bernd, der dann in Indien ein Curriculum, also SDOC haben wir das genannt, Systemic Dialogic Organizational Coaching, anbieten wird, was wir zusammen gerade entwickeln. Das wird auch in Indien stattfinden. Es wird jetzt wahrscheinlich keiner von Deutschland nach Indien reisen, aber es ist für uns einfach nochmal den Eintritt in so eine internationale Sache, die wir zusammen mit ihm und auf Grundlage auch unserer Didaktik und Lernkultur entwickeln. Und er wird es dann in Indien auch in dem indischen Kontext vermarkten und vertreiben und da Anschluss finden. Wir haben jetzt mittlerweile gehört, dass die ICF, also die International Coaching Federation, da sehr aktiv ist. Die gehen auch im Coaching-Bereich sehr auf den indischen Markt ein. Ja, aber da kennt der Geethan die Marktgegebenheiten viel besser als wir. Das ist eine Sache, die jetziger Planung so irgendwann im nächsten Sommer dann dort anlaufen soll. Ja, dann haben wir noch unseren Executive Circle als Curriculum für obere Führungskräfte oder Manager. Dann ist ein neues Kurzcurriculum angelaufen, Corporate Change Communication, im Frühjahr oder im frühen Sommer zum Thema Unternehmens- und Change-Kommunikation
weil wir da oft die Erfahrung gemacht haben, also auch im Gespräch mit den Protagonisten, dass diese Frage von Change und Veränderung und der dazugehörigen Kommunikation oft auf zwei verschiedenen Schreibtischen stattfindet oder auf mehreren. Also da wird irgendwie sich mit dem Thema Veränderung befasst und dann kriegen es irgendwann die internen Kommunikateure oder Kommunikationsprofis, macht uns dazu mal ein Kommunikationskonzept. Also die sind ganz spät oft in diesen Prozessen involviert. Und da haben wir gesagt, diese Dinge müsste man doch eigentlich zusammenführen. Also Unternehmens- und Veränderungskommunikation mit dem Know-how. Wie setze ich eigentlich solche Prozesse auf und was müsste da an gemeinsamer Klärung schon in einem recht frühen Stadium stattfinden? Und das ist jetzt eine ganz spannende Gruppe auch von sowohl Unternehmensinternen als auch von zwei Beratern, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, auch müssen, weil es da genau darum geht. Jetzt da auch ein Team von Kommunikations-Change-Beratern aufzubauen. Also das hat sich eigentlich sehr gut gefügt, was wir da so an Hypothesen hatten und wie es dann auch mit den Teilnehmern zusammenkam. Dann eine Methodenseminarreihe zu diesen neueren Themen, die ja auch hier schon beim letzten Mal und auch dieses Mal relevant haben. Also dieses ganze Thema Agilität, Organisationsdesign und Emergenz. Das sind so die drei großen Themen, die jetzt in dieser Methodenreihe drinstecken. Das sind einfach Einzelseminare zu diesen Themen, die man sich auch mal 3 Tage lang in einem solitären Seminarblock anschauen kann. Und dann Ausblick aufs nächste Jahr, Kurzcurriculum, strategische PE und Lernkultur oder Corporate Learning. Auch das ist ein spannendes Thema für uns, weil wir natürlich die Personalentwickler und die Organisationsentwickler, aber auch speziell die Personaler und die Personalentwickler natürlich traditionell am ISB in den Curricula haben. Und dann haben wir eigentlich gedacht, das ist doch eigentlich die Kernkompetenz des ISB. Hallo Bernd. Hallo Bernd. Sich mit dem Thema Lernkultur und Anlegen und Arrangieren von Lernprozessen auseinanderzusetzen, sowohl auf der Ebene des Individuums als auch auf der Ebene der Organisation oder des Systems. Und dazu sind wir gerade am Konzipieren eines eigenen Curriculums. Wahrscheinlich wird es auch ein kürzeres Curriculum sein. Dann gehen wir weiter. Ich habe 16 Minuten schon, sehe ich gerade. Dann zum Thema Vernetzen, das ist ja der mittlere Bereich, einfach so auch nochmal als Zusammenfassung, ich denke, ihr habt vieles davon wahrgenommen, Netzwerkevents, die gerade sehr gut laufen, wo ich echt denke, da haben wir viele neue spannende Sachen ins Leben gerufen, die viel wiederbeleben. Wir haben ja viele Jahre Symposien gemacht am ISB im Palatin. Und da kommt einfach eine tolle Netzwerkkultur zum Tragen in solchen kleineren Formaten. Das sind so zwischen 40 und 70 Personen. Das ISB Pionierlabor habt ihr vielleicht letztes Jahr gesehen, ein Praktikerforum, so ein bisschen entstanden aus dem Dialogforum des DBVC, was wir über 10 Jahre angeboten haben. Ein Praktikerforum anhand realer Projekte von Netzwerkern für Netzwerker. Also wir laden 5, 6, 7 Leute ein, auf Zuruf, auf die wir irgendwie aufmerksam werden, gelungene Projekte mit systemischem /ISB-Know-how vorzustellen und daran gemeinsam weiterzulernen. Und da haben wir im Juli letztes Jahr zum ersten Mal den Auftakt gemacht. Das war ein ganz tolles Event. Gemeinsamer Praxisstudie, würde man sagen, und gemeinsamen Weiterlernens. Und das werden wir im Januar 2018 fortsetzen. Da haben wir gerade das Programm fertig gemacht. Immer auf Selbstkostenbasis und als Einladung, sich wieder mit den Kollegen zu treffen, zu vernetzen, jenseits jetzt eures Masterkreises, der ja sowieso existiert. Seid ihr gerne eingeladen. Dann das ISB-Symposium Nord. Auch das, würde ich sagen, war ein voller Erfolg, mit einer Gruppe von Personen konzipiert und initiiert, die so im Nordraum um Hamburg herum situiert sind, und da haben wir aus dem Stand, sicher mit viel Vorarbeit und Konzeptarbeit auch dieser Konzeptgruppe, unseren Auftakt gemacht im September. Das wird auch im nächsten September wieder weitergehen mit 70 Leuten und voll in der so Austausch- und Netzwerkkultur. Und eben das Wiesloch in Hamburg war so das Stichwort, also das ist sehr rund gewesen, hat sehr getragen und wird auch weitergehen. Also ein Leuchtturm, ein Kraftfeld, was auch nicht nur in Wiesloch zentriert ist, sondern auch an anderer Stelle. Das EINOC-Meeting, das hat ja der Bernd und das Kernteam dann in Markus' Hände gegeben. Das hat jetzt gerade stattgefunden im November. Auch das geht weiter. Das International Network for Organizational Development and Coaching, also eine Initiative, die ja der Bernd losgestoßen hat zum Thema internationale Vernetzung.
Und da hat jetzt der Markus mit Truppe die Federführung übernommen. ISB Innovation, da steht auch hier der Begriff. Das war eine Veranstaltung, die wir gerade hatten, vorgestern und gestern. Das ist eine neue Sache, mit der wir experimentieren, dass wir jenseits der vielen Sachen, die der Bernd entwickelt hat, auch mit Partnern und Netzwerkkollegen zusammen an neuen Themen basteln und die in einem relativ frühen Reifestadium mal einer gewissen Gruppe, in dem Fall waren das jetzt Unternehmensinterne, mal vorstellen und mal mit denen zusammen weiterschleifen an so einem ersten Werkstück. Was können die damit eigentlich anfangen? Was hat das für eine Relevanz? Und da saßen wir jetzt zusammen zum Thema systemische Strategiearbeit, 2 halbe Tage. Das ist so eine neue Form auch der Produkt- und Modellentwicklung, wo wir jenseits unserer Konzeptarbeit, die wir machen, auch das relativ schnell mit anderen teilen und daran gemeinsam weiterarbeiten. Das war eine sehr intensive Veranstaltung mit sehr viel Elan, die Irma war auch dabei, mit sehr viel Mitmachlaune. Und das ist auch für uns nochmal so eine neue Form der Netzwerk- und Alumni-Arbeit. Also wie kommen wir noch mehr in diesen Entwicklungsmodus auch mit unseren Netzwerkern und auch mit dem großen Fundus, der ja da ist. Es sind ja fast 5000 Leute, die im Netzwerk Mitglied sind. Ja, und dann steht hier noch so Tagung Future of Consulting. Das ist so eine Idee, die wir haben, dass wir eigentlich mal vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch erst später eine Tagung machen sollten. Wie wird sich der Beratermarkt weiterentwickeln? Was gibt es da für Tendenzen? Eine vielleicht, so wie ich es wahrnehme, zunehmende Bewegung der Integration von klassischer Unternehmensberatung und systemischer Unternehmensberatung. Und ja, was ist da unser Beitrag? Was ist da unsere Feldentwicklungskompetenz, die wir da auch mit einbringen können, immer natürlich im Zusammenspiel mit Netzwerkern. So, jetzt bin ich schon bei 20 Minuten. Ich halte mich kurz. Jetzt Themen entwickeln in dem Entwicklungsfeld. Was sind gerade für Themen up to date? Einmal das Thema systemische Strategiearbeit, das hatte ich gerade schon angesprochen. Also was ist Strategieentwicklung, Strategieimplementierung systemisch gedacht? Ein spannendes Thema, eins, was wir noch nicht so richtig beatmet haben am ISB und was wir jetzt aufgegriffen haben. Systemische Portfolioarbeit, systemisches Kompetenzportfolio. Da haben wir auch mittlerweile eine Selbsterfahrung, die wir anbieten zum Thema, wie kann ich eigentlich meine eigene im Leben erworbene Kompetenz mir zugänglich machen, bilanzieren, ein Stück zusammenfassen und verdichten und damit auch versprachlichen und sprachfähig machen. So in der Ecke eigentlich im Drei-Welten-Modell würde man sagen, die Professionswelt. Was macht mich persönlich kompetenzmäßig, haltungsmäßig in meiner Profession aus? Und das ist ein ganz schöner Ansatz, den wir mal aus der Schweizer Ecke kennengelernt haben mit einem Kollegen, die da ganz weit sind, die also sozusagen schon auf dem Level sind, sich im Leben erworbene Kompetenzen über bestimmte Akkreditierungs- und Anerkennungsprozesse in ICDS-Punkte übersetzen zu lassen. Also Kindergärtnerinnen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung und Berufserfahrung über einen gewissen Prozess dazu kommen können, über so einen Weg Abitur zu machen, indem sie sich ihre Kompetenzen anerkennen lassen. Und so. Da waren auch einige Stolpersteine in der Zusammenarbeit drin mit den Kollegen, aber diese Grundidee, die haben wir total spannend gefunden. Also natürlich erwerben wir die allermeisten unserer Kompetenzen jenseits einer Grundausbildung dann im Vollzug der Arbeit, im Zusammenspiel mit anderen, in Projekten und. Und sich dieser Kompetenzen, die so en passant erworben und entwickelt werden, sich bewusst zu machen, passiert sowieso bei uns, aber sich damit bewusst auseinanderzusetzen, ist ein ganz schöner Ansatz. Ja, Lernkultur im Unternehmen oder Lernen von Personen und Organisationen, eigentlich ein uraltes Thema, das kriegt irgendwie auch wieder momentan Luft. Ich habe es auch in verschiedenen schon erzählt, auch von großen Companies angesprochen, begleitet uns mal in unserer Lernkulturentwicklung. Also dieser Begriff, der schon seit Jahrzehnten am ISB existiert, kriegt irgendwie wird salonfähig und da ist ja der Bernd, das zeige ich euch gleich, auch an einem kleinen Lesebuch dran zum Thema Lernen von Personen und Organisationen unter dem Stichwort Systemlernen, also auch ein Entwicklungsthema und auch ein altes, bekanntes Thema, wofür das ISB steht, was wir nochmal neu aufgegriffen haben, was der Bernd entwickelt hat und hinter dem noch viel Potenzial steckt, ist das Thema Verantwortung. Da gibt es natürlich Einheiten in den Curricula, aber da sind wir gerade dabei, ein Verantwortungstraining, eine Selbstlerneinheit medial oder vielleicht in Kombination mit Präsenz zu entwickeln, weil
so die Idee ist, das ist eigentlich so ein breites, gesellschaftlich relevantes Thema in jeder Form von Bezogenheit mit anderen, zu anderen. Das müsste eigentlich schon, wie das Vier-Ohren-Modell vielleicht im Kindergarten oder in der Grundschule irgendwie Teil eines Lernens sein. So, und dann noch die neuen Bücher zum Abschluss. Der zweite Band dieses Train the Coach Buches und dann die Lesebuchreihe von Bernd. Das erste waren die Psychotherapieschulen, dann das Verantwortungsbuch und jetzt das letzte war das Buch für das Thema Macht. Der Heilfisch, der hat Zähne. Und das Am Zaun ist ja so ein Essaybuch, was du rausgegeben hast. Also eine Zusammenfassung der Blogs, ausgewählter Blogs. Und dieses Lernkulturbuch, das ist gerade in der Mache. Ja. Und sie hast das Englische fertig gemacht. Ja. Also ich mache einen Überblicksband über alle unsere Konzepte in Englisch. Ja, das müsste da eigentlich auch noch drauf. Wenn man im internationalen Raum arbeitet, das gesammelt, was da angeben kann. Gut, we keep you informed. Wir versuchen das in Häppchen, in verdaubaren Formaten auch natürlich zu streuen, was wir alles tun. Die verschiedenen Ebenen kennt ihr. Und wann immer ihr Ideen habt oder was nicht findet, meldet euch. Danke. Gut. Ja, vielen Dank.